Brennwert und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 auf der Sosnjevka Map am zweiten Advent zum Nikolaus. Hattet ihr einen schönen Nikolaus? Schreibt es mal in die Kommentare, es würde mich interessieren. Und mich würde zudem interessieren. Warum mich interessiert es nicht? Das klang jetzt komisch. Ja, ich wünsche euch noch einen zweiten schönen Advent. Und einen schönen Nikolaus wünsche ich euch auch. Genau, ich habe hier die Zeit ein bisschen vorgespult, weil wir haben im letzten Part in der Nacht reingearbeitet. Genau, und jetzt wollen wir hier mal unseren Anhänger abholen. Aber vorher lasse ich mal die Traktoren arbeiten. So, da darf da hier ran. Nein. Das ist die Sämaschine, die müssen jetzt auch mal arbeiten hier. Das pflanzt man da am besten, ich würde sagen, Raps. So, da wechseln wir mal die Frucht. Raps. So. Genau. Und dann düsen wir mal in Richtung Feld, dass sie hier anfangen können mit Arbeiten. Na, Feldarbeit ist auch wichtig. Jetzt haben wir hier das Gras. Grasarbeit ist ein bisschen abgeschlossen und dann müssen wir hier wieder in Richtung Feldarbeit hinarbeiten. So, und dann hier noch der kleine Major. Das Kraftpaket am Hof. Da darf auch ran. So. Pflanzt bitte auch Raps. So. Haben wir. Und dann fahren wir hier mit unserem IMT weiter und holen mal den Anhänger ab. Und jetzt fahren wir mal schön Kreisverkehr hier. So wie es auch gehört. So. Gehört sich zwar nicht, aber da ist ein bisschen zu eng. Weil der hat einen zu engen Wendekreis. Beiden Wendekreis der IMT. So. Halt. So. Und dann zum Ort gleich am Hof. Fahren wir mal ein Stück schneller. Nutzen wir den seine Schnelligkeit aus, ja. Deswegen haben wir ihn ja auch gekauft, weil er schnell ist. Genau, und die Pylonen hier an der Seite, diese Straßenpfeiler oder wie die heißen, die sind auch recht schön. Das sind ja, Leute, in Deutschland sind es ja Plastik und hier sind es noch frische Steine. Welche Steinarbeiten. Da steht er, der Peter. Also schreibt mal in die Kommentare, ich habe ja im letzten Part schon mal dazu aufgerufen, dass man in die Kommentare schreiben sollte, ob wir hier mit Ballen oder mit, ja, mit, wie heißt das, mit normalen Ladewagen weitermachen, also mit Ballenpresse oder mit Ladewagen. So viel habe ich jetzt noch nicht rausgekriegt. Das ist jetzt schon hier, das wird alles ziemlich komplex, aber ich habe da ziemlich guten Durchblick. So. Mit B kann man ja starten. Ja, wir sind zu schnell. Können wir eine Ladeart. Manuell oder halt automatisch laden. So. Dann kann man hier mit X und Y wählen und mit Q abkoppeln. Das wollte ich auch mal zeigen. Na, also, ja, das passt schon so. Das wollte ich nur mal gezeigt haben hier. Jetzt koppel ich es wieder an. Oder funktionshalber. Das ist mir jetzt nicht aus Versehen passiert, nein, gar nicht.
Und dann gucken wir mal. Da kann man Quarterbein gemischt. Standard Stroh Rundballen. PM. Hier Ultima Ballen. Geht auch. Wenn man mal guckt, dann klappen sich schon die Teile. Rundballen von der Ultima. Standard Rundballenhöhe. Standard Gras Rundballen. Silage. Standard Rundballen. Ballpalle. Das war jetzt für uns so wichtig. Ja, das sind jetzt noch mehr Wollpaletten, so müssten wir fahren. Ja. Ich denke, was gibt's noch? Baumsetzlinge, Paletten, große Baumsetzlinge, Paletten, Holzpaletten, Kartoffelpaletten, also für gewaschte Kartoffeln. Die ROS Transportboxen, sehr limited Tanks. Haben wir einen da, ne? Wollten wir mal ausprobieren, ob wir den auch laden kann. Holen wir mal wieder. Fahren wir wieder in die andere Richtung. Jetzt habe ich das verkaufen. Kaufbare Ladewagenmesser. Die BM-Modding-Paletten. Okay, da weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist. Ach so, hier. Wahrscheinlich von der Ultima, die Paletten. Naja, Verbrauchsgüter. Okay. Eierpaletten. Gewächshauspaletten. Falsch gefahren. Die homogenisierte Milch. Strohquaderballen, da geht es wieder von vorne los. Also man hat ja ein Programm, das umfasst den ganzen L15. Also das ist sehr gut. Also das finde ich extrem nice. So. Das ist praktisch. Vor allem die Auswahlmöglichkeit, die ist riesig bei dem Mod hier. Da ist wieder 1A Qualität angesetzt. Das muss man so sagen. So. Jetzt. Den wir hier mal auswählen. Wollpaletten haben wir nicht. Zylinder Tanks. Und wieder falsch gefahren. Genau. Gewählte Abladeseite. DM. Hinten, rechts, Plattform, links. Plattform ist, da waren die einfach nur deattached, das jeweilige Gut, was man draufgeladen hat. So. Aber Ladeort J. Manuell. So, anschalten. Zack, ist er drauf. Das ist der Mitteltank. Was ist denn, wenn man jetzt langsam fährt? Anschaltet. Okay. Upsala, jetzt hab ich's. So, das wollte ich machen. Ladeort. Automatisch. Ja, cool. Passt so. Aber ein Zylindermitteltank jetzt drauf, mehr haben wir ja auch nicht. Was ist denn, wenn ich jetzt hier den Produkttyp ändere? Ach, geht nicht. Okay. Ja, dann bleibt man das weiter aus. Das ist ganz schön komplex. Hier unten in der Ecke neben Tauch sind wir auch. Eins haben wir geladen, das sind 12%. Ja. Also hier passt von den Zylindermitteltanks nicht allzu viel drauf. 4 Stück in der Länge, denke ich mal. Na, so. Und dann fahren wir zu unserem Dingsterbums. Zu unserem Zweithof. Wollhof. Unserem IMT, das richtig schön schnell und stark ist. Genau. So, jetzt gucke ich nochmal. Gewählte Abladeart.
Abladeseite. Ich gern rechts. So. Und dann fahren wir. So, dass es passt. Stellen wir den am besten hin. Oder ne, wählen wir links aus, oder? So. Den Platz hier mal hin. Und, oh. Ja, genau, dann rein. Nee. Zum Entladen des stoppen. So. Ah, den hat's ganz schön weit in der Ecke gefahren hier. Nee. So, perfekt. So. Jetzt kann man hier auswählen, theoretisch eigentlich später den Produktort. Halt, nein, das war's falscher. Brausgüter. Milch. Nein. Bei Paletten. So. Wunderbar. Dann stellen wir den hier so ein bisschen rein. So. Kann man ja eigentlich schon Verbrauchsgüter laden. Ja, und der stand ja da. Okay, wartet mal kurz bitte. Will ich jetzt mal was ausprobieren, ne? Verbrauchsgüter. Okay, können wir das ja aufladen? Scheint nicht so. Okay. Naja, man kann ja kein Gras direkt laden. Das wäre natürlich cool gewesen, also direkt vom Haufen runternehmen. Geht aber nicht. Gut. Jetzt tun wir hier mal wieder auf Dings schalten. So. Bei Paletten. Wunderbar. So, dann stellen wir den hier wieder zurück. Hier an die Ecke. Und dann müssen wir uns damit wohl über doch einen Dingsterbums kaufen. Ein. Wie heißt das? Ein Vorderband und den kleinen Anhänger, das wir hier umladen können. Genau. So. Aber mit dem Verteiler fahren wir wieder nach Hause, weil den brauchen wir am Hof. Ah, das dauert mit dem ein bisschen länger, weil er nur 40 fährt. Bei EMT fährt er 60, also nochmal 20 Stundenkilometer schneller. Aber hier hat man auch noch ein bisschen schöne Aussicht. So, da fahren wir in Ansicht. So, wir sind jetzt in. Ich lese das nicht vor, ich kann es nicht. Ich wollte es eigentlich vorlesen, aber das Chianium, das hat irgendwie eine andere Aussprache und die Buchstaben sind nicht wie im Deutschen. Sind anders. Na egal. So. Ja, wir auch. Eine andere Aussprache auch mit den Linien oben drüber und so. Ich bin ja noch Mittelschule. Und da habe ich noch kein Russisch, geschweige denn Französisch. So. Und wenn, dann würde ich glaube ich Französisch machen. Das kommt mir irgendwie leichter vor. Na, da auch nicht die ganze Buchstabenfolge noch lernen muss. Das ist ja im Russischen ein bisschen anders. Da muss man ja noch die ganze Buchstabenfolge nochmal neu lernen. Weil das ja auch andere Buchstaben sind und die sich auch anders anhören. Je nachdem. Na dann. So, ich habe auch vor kurzem mal ganz zufällig ein Video gesehen mit einem
Gfernerland, denke ein bisschen Streuer, was ich bestimmt hier mit reinnehmen, weil Gfernerland ist ja hier auch eine neue Lizenzmarke von Giants. Oder vom LS15. Und ja, mal gucken, da gab es den schönen Gfernerland-Streuer, den hat Wolfsruder LP mal vorgestellt. Mal gucken, ob ich den hier mit reinnehme, das sah eigentlich recht gut aus. Auch recht schön, mal was Größeres, aber halt immer noch 3 Punkte, also kein gezogener Streuer. Ich glaube, Gfernerland stellt nicht mal gezogene her. Die stellen nur 3-Punkt-Streuer her. Aber hier der exakte EL, der ist ein bisschen klein oder wird bald zu klein. Allein mal größere Felder kaufen. Da hat er immer 700 Liter. Das ist jetzt nicht die Macht. So. Füllen wir mal auf. Aber schön finde ich, dass er so offen ist, dass man auch mal das Düngemittel sieht, dass die nicht immer so geschlossen sind. Finde ich sehr, sehr schön. So, dann werden wir hier mal düngen, fahren. Und den Crystal die Scheiben einhauen. Mal ein bisschen eine größere Arbeitsbreite haben wir zu Crystal. Aber da ist auch bald fertig, so wie es aussieht. So. Das läuft. Einwand frei. So. Wir machen wieder 20 Minuten. Dann haben wir hier auch auf. So. Also ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen eine Freude machen zum Nikolaus. Mit meinem Part, der eigentlich fast täglich kommt. Bis auf Donnerstag. Genau. Ich kann mich noch an letztes Jahr Nikolaus erinnern. Ja, als wenn es gestern gewesen war. Die Zeit ging so schnell. Manchmal, wenn ich in der Schule sitze, denke ich mir, oh, kann das mal aufhören hier. Das zieht sich so endlos lange rein alles. Und zu Weihnachten oder irgendwann anders, wenn irgendwas Wichtiges ansteht, denke ich mir so, das war doch erst gestern, das kann doch gar nicht sein. Das habe ich doch erst gestern gefeiert oder gemacht. Das ist echt komisch. Das hat was mit dem Zeitgefühl zu tun, denke ich mal. Das ist Menschheit, ne? So, hier haben wir auch einen schönen menschlichen Fehler gelöst, gelassen. Vergessen zu düngen. So. Perfekt. Der Crystal ist auch bald fertig, den können wir dann aufs neue Feld ansetzen und auf das andere. Wir haben ja insgesamt eine 6 Meter Kombination. Also 2-3 Meter und da geht es genauso schnell wie mit einer 6 Meter. Also von daher, es gibt ja noch keine schönen russischen Maschinen, keine schönen russischen Seemaschinen. Und was ich auch positiv bei einem Düngemittelstreuer finde, dass man hier fahren kann, man hat kein großes Gestänge, was irgendwie benachbarte Traktoren stören kann. Natürlich kann man hier die Scheiben bei einem Traktor einhauen, aber mehr auch nicht. Da macht man sich nicht nur das Gestänge von der Spritze kaputt, sondern nur das. Nur die Scheiben. Wo die Scheiben auch viel Geld kosten. Na egal. So. Genau, dann werde ich hier auch den Part beenden. Also abonnieren, liken und Feedback bitte nicht vergessen. Vielleicht das kleine Nikolaus Geschenk, da würde ich mich sehr darüber freuen. Konstruktive Kritik, Anregungen, Wünsche und Fragen in den Kommentarbereich. Und dann sehen wir uns dann zum nächsten Part wieder. Habt noch einen schönen zweiten Advent. Macht's gut, Leute. Tschüss.